Willkommen zum nächsten Video, beziehungsweise zum nächsten Tutorial. Jetzt ja nach einer längeren Pause. Wie gesagt, da kann ich nichts für, da ist der Umzug dran schuld. Also, Mikrofon war kaputt, Aufnahmeprogramm hat gestreikt. Jetzt habe ich ein neues Mikrofon. Neues Glück. Ja, hoffentlich. Nun gut. Bevor ich jetzt noch zum eigentlichen Video komme, die Aufnahmepause ist jetzt vorbei und es kommen auch wieder regelmäßiger Videos. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Morgen am 31.07. werde ich mein Bestes geben, damit das nächste Tutorial kommt, nämlich das Tutorial vom Medic. Gut, Ankündigung gemacht, wird auch hoffentlich, also werde ich auch einhalten. Werde ich jedenfalls mein Bestes tun, wenn ich das einhalten kann. Und fangen wir jetzt mal mit dem eigentlichen Video an. Der Engineer hat als Primärwaffe eine Schrotflinte, als Sekundärwaffe eine Pistole, die, wenn man mal kurz unten rechts hinguckt, ziemlich viel Munition hat, und einen Schraubenschlüssel als Nahkampfwaffe. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so stark, und wenn man auf die Lebenspunkte guckt, ist der Engineer auch nicht so stark. Das liegt aber einfach daran, er selbst kämpft nur in den seltensten Fällen. Oben links sieht man nämlich vier Schaltflächen. Sentry, Dispender und Eingang und Ausgang. Denn der Engineer kämpft nicht selbst, er baut Teleporter. Und deswegen ist es auch so, dass der Engineer an sich nicht unbedingt eine offensive Klasse ist. Um mal ein Beispiel zu nennen. Ich baue einen Dispender. Das bewirkt, dass alle Teamkameraden in der Nähe, also in unmittelbarer Nähe, geheilt werden und Munition bekommen. Wenn ich nochmal mit dem Schraubenschlüssel während des Baus darauf schlage, wird das nochmal etwas schneller gelevelt. Ein Dispender ist eigentlich Pflicht, denn es ist sehr notwendig, diesen Lebens- und Munitionsschub zu haben. Vor allem da auch den Engineer mit dem Teil versorgt, um seine Gebäude zu bauen. Beispielsweise die vollautomatische Sentry Gun. Es dauert zwar eine Zeit, bis das gebaut wird, aber im Endeffekt lohnt sich das. Wenn man nochmal auf die draufschlägt, kann man sie auch leveln. Normalerweise levelt sie sich nur in 25er Takt, aber das hier ist ein besonderer Server, deswegen hier schon etwas schneller. Dennoch fehlt jetzt noch 5. So. Damit hätte ich schon meine Sample Gun Stufe 2. Die hat viel mehr Leben und zudem auch eine höhere Feuerrate, wie man in den beiden MGs sieht. Selbiges geht selbstverständlich auch mit dem Dispender. Oh, ein Spy. Ja, der Spy, dazu kommen wir später noch, der ist nämlich extrem nervig gegen Engineer. Aber das kommt erst beim Spy. Wie man sieht, der Spender ist jetzt Stufe 2 und verteilt mehr Munition und schnellere Gesundheit. Und jetzt ist er Stufe 3. Was bedeutet 60 Munition, also ein Großteil der Munition und ein Großteil auf ein, also ein Großteil der Gesundheit auf einmal. Und auch sehr schnell. Des Weiteren kann man auch die Sentry selbstverständlich auf Stufe 3 upgraden. Das bewirkt dann, dass sie noch Raketen hinzubekommt und einen Explosionsschaden verursacht. Anschließend kann man noch den Teleporter bauen. Und der Teleporter bewirkt Folgendes. Naja, ich glaube nicht, dass ich das erklären muss. Ich meine, das kann man sich ja schon so halbwegs denken. Naja, auf jeden Fall, bevor man den leveln kann, müssen beide Enden fertig sein, denn sonst wird Metall verschwendet. Und das ist nicht ganz so schön, wenn man irgendwas verschwendet. Aber ansonsten, Teleporter. Und wir haben sogar Brot teleportiert. Und da es, glaube ich, sogar von Unterseite angebrannt war, was man jetzt aber nicht sieht, ist das Brot von Pyro. Jede Klasse hat nämlich ein eigenes Brot und noch ein bisschen
Zusatzbrot. Das Leveln der Teleporter bewirkt die sofortige, also das sofortige Ende der Abklingzeit bis zum nächsten Teleport und die kürzere Teleportationsdauer. Auf Stufe 1 sind es 12 Sekunden, auf Stufe 2 sind es 6 Sekunden und auf Stufe 3, bin ich mir jetzt wirklich nicht mehr sicher, sollten es eigentlich nur 4 Sekunden sein. Und das sind auch die Gebäude, die der Engineer an sich baut. Und deswegen ist das hier auch eine eigene Waffe, das Konstruktions-PDA. Um eben all diese Gegenstände zu bauen. Die man pro Gegenstand maximal einmal bauen kann, weil es gibt natürlich Ausnahmen, aber sonst ist das einfach nur nervig. Selbiges gilt für das Zerstörungstool, das ich jetzt mal nicht demonstrieren werde, weil, naja, alles was das macht, ist das zu zerstören. Das muss man nicht wirklich extra erklären. Und wenn man einen Teleporter mit einem Schraubenschlüssel heilt, heilt das auch das andere Ende. Zudem gibt es noch den sogenannten Telefrag, indem man sich auf den Teleporter draufstellt und somit den auf der anderen Seite, also den Spieler auf der anderen Seite mit enorm hohem Schaden attackiert. Wie hoch der Schaden genau ist, kann ich nicht sagen, ich weiß es wirklich nicht. Aber auf jeden Fall ist er gewaltig. Nicht mal ein 2 mit Scheindodo kann das Telefragen überleben. Nun denn, zur weiteren Taktik des Engineers. An einem möglichst sicheren Punkt die Gebäude aufbauen und naja, bei den Gebäuden bleiben und sie damit vor Spice schützen. Denn Spice, hat man ja gerade eben gesehen, können die Sachen zappen. Näheres dazu gibt es erst beim letzten Tutorial, dem Spy-Tutorial. Aber hat man ja gerade eben gesehen, immer auf der Hut sein vor Spice. Die sind nämlich wirklich nervig für Engineer. Nun, da ist nun eigentlich auch schon die gesamte Spieltaktik. Einfach nur auf Spice aufpassen und sich möglichst schnell hinter seinen Gebäuden verstecken. Und ja, das ist definitiv Campen, aber der Engineer ist definitiv nicht für den Nahkampf gemacht. Ich meine, falls mehrere Engineere da sind, kann der auch mal kurz von seiner Sample weggehen und einen Spy-Check machen. Aber im meisten Fall, also in den größten Teil der Fälle, ist es einfach nur das Beste, hinter seinen Sachen stehen zu bleiben, weil im Nahkampf, also im Kampf gegen die anderen Klassen, hat der Engineer einfach nur keine Chance. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen. Vorteile des Engineers sind schon mal definitiv seine Gebäude. Der Teleporter kann von allen Kameraden und von verkleideten Spies benutzt werden und sie damit schnell an die Front bringen. Deswegen kann ein Engineer, der sich in der gegnerischen Base befindet, sehr schnell zum großen Problem werden. Nicht wegen dem Engineer selbst, sondern wegen der Gegnerarmee, die da durchkommt. Der Dispender ist gut, um Kollegen zu heilen, beispielsweise in der Nähe von Snipern. Verschafft er den Snipern eine Lebensregeneration und unendliche Munition. Und ab Stufe 3 reicht der Dispender selbst aus, um einem Heavy unendliche Munition zu geben. Okay, jetzt laggt etwas. Das liegt einfach nur im Internet, deswegen kann ich weiter drauf achten. Der Dispender hat auch noch des Weiteren die Angewohnheit, also nicht die Angewohnheit, aber der Dispender hat noch den Vorteil, dass er nicht nur Leben und Munition heilt, sondern auch Metall wieder auffüllt. Und Metall für einen Engineer ist sehr nützlich, um die Gebäude zu reparieren. Deswegen sollte man immer aufpassen, seinen Metallvorrat gut gefüllt zu halten. Zu den Vorteilen des Sentry, naja, 2 MGs und ein Raketenwerfer mit 4 Raketen. Plus automatisches Zielen, das allerdings überlistet werden kann. Nun,
Den Vorteil muss ich ja nicht allzu deutlich hervorheben, oder? Nun gut, des Weiteren hat der Engineer auch noch einen Vorteil. Im Nahkampf ist er wirklich ziemlich gut, aber falls ein Engineer, und jetzt kommen wir mal zu den Schwächen, von einem Sniper angegriffen wird, hat er keine Chance dagegen. Ich meine, die Pistole ist zwar auf die Entfernung relativ genau, aber Sniper schlägt auf jeden Fall den Engineer. Denn der Engineer hat keine wirklich große effektive Reichweite, während der Sniper nur auf große Reichweite effektiv ist. Also, wie man hier jetzt mal sieht, ich schieße hier drauf und die Zahlen sind die Schadenspunkte, die ich verursache. Nicht so ganz das Wahre auf dieser Entfernung. Und deswegen nicht so effektiv gegen Sniper und alle Klassen, die auf weite Entfernung angreifen. Denn auch die Sentry Gun hat nur eine bestimmte Reichweite. Ihr könnt jetzt auch mal zum Punkt zurückspuren, an dem ich die Sentry Gun gesetzt habe. Da war so eine blaue Kuppel. Das ist die Reichweite der Sentry Gun. Des Weiteren hat der Engineer auch noch ein großes Problem gegen Explosionsschaden. Denn die Sentry, um das jetzt mal ein Beispiel zu nennen, feuert nur in diesem Bereich hier, den sie auch sehen kann. Wenn ein Demoman beispielsweise von hier über die Wand hier drüber schießt, kann er die Sentry ganz zerstören, ohne Probleme zu bekommen. Also ohne Probleme mit der Sentry zu bekommen, da die Sentry nicht anvisiert. Ein weiteres Problem sind Soldier. Die können sich nämlich einfach hier hinstellen, wo die Sentry sie nicht erfassen kann, und neben die Sentry auf den Boden schießen. Das fügt der Sentry auch Schaden zu. Und auch Attacken auf größere Reichweite sind gegen die Sentry effektiv. Beispielsweise, wenn ich etwa hier stehe, kann die Sentry mich nicht mehr treffen. Ich bin zu weit weg. Und natürlich die größte Schwachstelle Spies. Denn Spies sind extra gegen Engineers sehr effektiv. Also, ja, als ob wir schon bei Pokémon wären. Spy setzt Seppen ein. Das ist sehr effektiv. Gegnerische Sentry wurde zerstört. Und durch die Tarnung wird der Spy auch von der Sentry nicht angegriffen. Deswegen muss der Engineer immer ein sehr offenes Auge für Spies haben. Des Weiteren ist genau dieser Grund des Seppens auch einer der Gründe dafür, weshalb ein Pyro am weshalb Pyros bei Engineern sehr gern gesehen sind. Wenn die kurz mit ihrem Flammenwerfer mal die Ecken kontrollieren, dann werden die Spies aufgedeckt und können somit vernichtet werden. Aber wie man jetzt kurz gesehen hat, Spies sind sehr nervig. Deswegen an jeden Pyro: Macht immer in der Nähe von Engineeren den Spy-Check. An dem Dispender kriegt man eh wieder volle Munition. Und der Dispender ist auch gut für Heavies, weil sie am vollen Dispender, also Dispender Stufe 3, eine sehr schnelle Heilrate und endlose Munition haben. Es ist sogar ein Achievement. Nun, das wäre das. Jetzt habe ich sogar noch was zur Taktik gesagt. Nun gut, das sollte es dann auch eigentlich gewesen sein. Mein eigenes Engineer-Loadout. Oh, ich habe irgendwas gefunden. Ja, Genius. Mein eigenes Engineer-Loadout sieht so aus, dass ich jetzt mal kurz den hier umsetzen muss, um hier ins Spawn zu kommen. Jetzt werden leider, da ich den Schraubenschlüssel gewechselt habe, meine Gebäude zerstört. Also, ich habe als Waffe den Rettungsranger, der zwar ein kleineres Magazin hat, aber dafür auch Gebäude auf großer Entfernung, also auf die Entfernung reparieren kann und auf längere Distanz aufnehmen kann. Dann habe ich noch die Lugamorph, was einfach nur ein Reskin der normalen Pistole ist.
Und ich habe den Carbonado Botkiller Schraubenschlüssel. Ist einfach nur ein Reskin, also eine Neuauflage des normalen Schraubenschlüssels. Anschließend noch das seltsame Konstruktions-PDA in abgefahren gemein und das Zerstörungstool. Das hat eigentlich jeder. Und nun zum Schluss die Taktik für MVM, also Man vs. Machine. Naja, eigentlich dieselbe wie sonst auch. Einfach nur einen guten Platz wählen für den Teleporter, nicht zu nah an der Front, aber nicht so direkt auf dem Weg der Roboter. Eingang vorm Spawn und der Teleporter-Ausgang möglichst weit vorne. Das bewirkt, dass das eigene Team immer sehr schnell da ist. Gut gesetzte Teleporter können schon über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das gilt eigentlich bei jedem Gebäude des Engineers. Falls die Gebäude richtig gesetzt sind, können sie über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Sentry beispielsweise so, dass beispielsweise hinter Biegungen, wo die Roboter nicht unbedingt direkt auf die Sentry gucken. Oder der Dispender auch in der Nähe der Sentry mit aufgelevelter Dispender-Reichweite. Das ist insofern wichtig, da es auch sinnvoll ist, mit Heavy und Medic zusammenzuarbeiten. Wenn der Heavy am Dispender steht und die Roboter unter Beschuss nimmt, hat er wie auch im normalen Spiel unendliche Munition. Und um das noch weiter zu sagen, also um das noch zu präzisieren, der Heavy ist meistens mit einem Medic zusammen. Der Medic kann mit dem Schutzschild Explosionsprojektile wie beispielsweise Raketen, Granaten oder auch die normalen Kugeln abwehren. Das hilft auch der Sentry Gun, da sie dadurch nicht getroffen wird. Und kommen wir nun zu dem lästigsten Teil aller Engineere. Jeder Engineer kennt folgenden Satz in Man vs. Machine: A Sentry Buster has entered the area. Falls mehrere Engineere im Team sind, sollte man erstmal gucken, welche Sentry hat die meisten Kills. Diese wird dann nämlich vom Sentry Buster angesteuert. Gibt es keine Sentry Gun, steuert er einen Dispender an. Einen Sentry Buster sollte man besser nicht zerstören, sondern die Energie für die anderen Roboter aufsparen, denn es gibt einen einfachen Trick, um ihn zu zerstören, ohne die Sentry Gun zu töten. Allerdings gibt es das Problem, eventuell ist dabei auch ein Teamkamerad oder mehrere Teamkollegen drauf, also eventuell gehen da auch mehrere Teamkameraden drauf. Und zwar nimmt man einfach die Sentry Gun auf und läuft in Richtung des Sentry Busters. Man läuft einmal ganz kurz, nur wirklich sehr kurz vor ihm, um ihn zum Detonieren zu bringen. Und sobald er auch nur anfängt, dieses typische Detonieren auszuführen, läuft man sofort wieder weg. Und man muss die Sentry dafür noch nicht einmal aufstellen. Es reicht schon, sie allein nur im Kasten vor den Sentry Buster zu tragen. Und des Weiteren sollte man jede neue Runde die Sentry Gun zerstören, um ihre Kills wieder auf Null zu setzen. Je mehr Kills es gibt, desto wahrscheinlicher, dass dann ein Sentry Buster auftaucht. Nun, als letzte Anmerkung bleibt noch zu sagen, zwischen den Runden sind gesetzte Gebäude immer sofort auf Stufe 3. Das bedeutet, man kann ohne Probleme abreißen und wieder aufbauen. Und als letzte Anmerkung zu Man vs. Machine, man kann noch etwas Spezielles machen, und zwar eine Mini-Sentry bauen. Also auch ohne Sentry-Werfer eine Mini-Sentry bauen. Diese Sentry ist besonders sinnvoll, um bestimmte Orte abzudecken, um beispielsweise der Sentry kurz Feuerschutz zu geben. Beispielsweise an einer Weggabelung.
Egal in welche Richtung die Roboter wollen, sie werden dann von beiden Sentries unter Beschuss genommen. Das kann die große Sentry Gun, die den meisten Schaden verursacht, retten, weil die Soldier dann mit ihren Raketen, Kritzraketen, auf die Kleine gehen. Und in der Zeit kann die große Sentry die Soldier erledigen. Und eine Sache habe ich doch noch vergessen zu sagen. Als Engineer sollte man immer eine Flasche mit mindestens einer Gebäude-Upgrade-Ladung haben. Deswegen, als Engineer immer eine Power-Up-Feldflasche mit einem Gebäude-Upgrade. Nun, das war's dann für diese Folge. Ich weiß ja nicht, wann ihr euch das Tutorial zum Medic anguckt. Für mich ist es morgen. Insofern, bis morgen.